willkommen zum Wortwechsel. Der 9. Wortwechsel haben wir schon. Heute sind wir unterwegs mit der Camille Lothe aus Zürich und dem Jonas Streule aus St. Gallen. Das sind die zwei, die ihr schon mal seht am Bildschirm. Eigentlich warten wir noch auf Nicolas Sita aus London. Ich bin der Tom Meyer, ich bin von Belg, ich mache die Kommunikation in gewissen Teilen vor allem online. Camille Lothe ist Betriebswirtschaftsstudentin, nicht mehr lang, gell? Und Lehrerin an einer KV-Berufsschule in Zürich. Und also vorhin haben wir es schon diskutiert, Camille, du bist bis diesen Sommer noch Studentin. Und dann musst du deine Ausweis abgeben. Wie läuft das genau? Ja, also Betriebswirtschaft habe ich einen Bachelor gemacht, unter anderem jetzt Politikwissenschaft und Statistik. Und ja, in ein paar Wochen bin ich fertig. Wir müssen ja ganz ehrlich sein, die aktuelle Wirtschaftslage ist ja nicht so gut, oder? Man muss sich da natürlich überlegen, wie es weitergeht, aber ich bin gespannt auf den nächsten Step. Okay. Jonas, du warst auch schon im Wortwechsel und hast uns dann erklärt, was Law and Echo heisst. Aber du bist Student im vierten Semester an der HSG St. Gallen, du wohnst schon in St. Gallen. Mhm. Und ich habe es schon wieder vergessen. Was heisst Law and Echo? Ein Rechtsstudium und dann kommt noch sehr viel Volkswirtschaft dazu. Viele Leute denken damit, ja, Wirtschaftsrecht ist nicht richtig, sondern es ist eigentlich Recht mit der Volkswirtschaft, was cool ist, weil man sehr viel zu tun mit so, wie man Wirtschaft gestaltet, viel Handelsrecht, internationales Handelsrecht. Und ich bin jetzt auch am Ende. Und, freue mich auch, dass die fertig ist, logischerweise. Ja. Ihr habt beide ihr habt also online, gell? Bis jetzt das Semester fertig ist, seid ihr online an der Uni und nicht vor Ort. Stimmt? Ja, ist natürlich so, oder? Also bei mir auf jeden Fall, ich bin seit dem im Online-Modus. Und auch wenn jetzt zwar eigentlich grundsätzlich Vorlesungen wieder erlaubt sind, oder? Für die letzten paar Wochen macht das einfach nicht Sinn, das Ganze neu umstrukturieren. Die Vorlesungen sind ja auch online jetzt umgemodelt worden, dass das vielleicht auch besser funktioniert. Aber so wie es aussieht, können sie ja nächstes Semester wieder einigermaßen normal für die Studenten weitergehen. Also wir machen zum Glück Präsenzveranstaltungen. Man kann gehen, es ist bei uns Hybrid. Es ist cool, weil da ich jetzt in St. Gallen wohne, gehe ich sehr gerne auf den Campus, auch um die Leute zu sehen, die Leute treffen. Und ja, es ist jetzt dann gerade vorbei, aber ich hoffe, es startet dann wieder in Person, wenn es wieder losgeht. Also ich nehme ja mal an, die Abschlusspartys, das sind echt eine Präsenzveranstaltung, oder? Ja. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt uns zu Themen rund um die Schweizer Eigenständigkeit mailen, was wenn Fragen geht, Beobachtungen, Bemerkungen, das wäre die E-Mail-Adresse wortwechsel@alms.ch. Wir versuchen das aufzunehmen, vielleicht gerade heute in dieser Sendung, vielleicht nächstes Mal. Ich könnte die ganze Zeit die E-Mail-Adresse füttern mit Fragen und Hinweisen. Wir haben eine interessante Zeit hinter uns, Rahmenvertrag all überall, ein Knusch. Im Bundesbern, jeder will auch etwas sagen, etwas machen. Es sieht nicht so nach Führung aus im Bundesrat. Und Bundesrätin Amherd holt noch Frau Leuthard führen, weil sie auch noch Ideen hat. Und die Außenpolitische Kommission zitiert 4 Bundesräte her an ein Gespräch. Es kommen aber nur 2, also in Person. Und so. Und noch, es ist noch eine Idee. Ein paar Professoren haben eine Volksinitiative vorgeschlagen, wo die Schweizer Volk sagt, dass sie den Rahmenvertrag wollen. Und dann muss es einen Monat später muss es aber dann funktionieren. Also interessante Idee. Und jeden Mittwoch, also immer am Mittwoch, warten wir ein bisschen am Abend, ob da etwas Neues kommt. Und der Bundesratssprecher sage ich scheinbar jetzt noch schon wenn noch gar keine Frage ist gefallen zum Rahmenvertrag, sagt er an der Medienkonferenz schon ungefragt, sagt er, nein, der Bundesrat hat noch keine weiteren Schritte beschlossen und zu kommunizieren ist nichts. Also es ist das gleiche Spiel.
Aber es hat ein paar so interessante Stimmen gehabt. Wir haben doch den Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Herr Lampard. Er hat im Interview im Blick hat er gesagt, aufhören mit dem Rahmenvertrag. Die Deutschen möchten gerne reindrücken, die Franzosen möchten gerne in den Arbeitsmarkt reindrücken, die Italiener würden auch gerne ihren Rahmenvertrag in die Schweiz reindrücken. Und die EU lässt ihre eigenen Bürger im Stich, sagt der Herr Lampard. Die Balance, die wir haben im Gesamtarbeitsvertrag, zum Beispiel in der Schweiz, oder gewisse Arbeitsfrieden, ist der EU, ist vielen in der EU ein Dorn im Auge. Und da möchte ich mal euch fragen, also vielleicht die Jonas, eher grenznah, oder grenznah. Das wird wahrscheinlich dort anders diskutiert als irgendwie im Uri hinten oder bei uns im Berner Oberland oder so. Wie diskutieren sie dort das? Also die wissen ja, eure Bützer spüren den Druck, oder? Das ist so, mein Onkel hat eine grosse Dachdeckerbude. Und auf dem Bau sowieso, der Preisdruck ist enorm. Und sowohl von Unternehmerseite wie auch von den Arbeitern, man schätzt wirklich den Lohnschutz, den wir haben. Das ist ein grosser Verdienst auch von den Gewerkschaften, da muss man nicht los können. Und sie wissen ganz genau, was daran hängt. Oder dass man, wenn man da wieder aufgeht, dass die Preise im Boden gehen, dass wirklich der Kampf nach unten da ist. Weil einer, der von außen reinkommt, der hat einfach andere Vorstellungen von dem, was sollte sein. Und wir werden ein bisschen beneidet, ehrlich gesagt, um diese Situation. Und man tauscht sich ja auch aus mit denen, die kommen, die da kommen, arbeiten können, innerhalb von den Bedingungen, die wir ihnen stellen. Und die sagen schon, also da, was wir hier haben, dass die Preise noch in Ordnung sind, dass die Löhne auch noch in Ordnung sind, da muss man, zu dem muss man gut schauen. Also das ist wirklich etwas, wo sehr geschätzt wird. Sieht das der Bundesrat nicht? Also, hat der schon mal mit einem Dachdecker geredet, der Bundesrat? Ob der Bundesrat allgemein mit den Bürgern in diesem Land redet, in jedem Thema, das frage ich mich eigentlich oft, ob er weiss, wie es tatsächlich im Alltag aussieht. Ich glaube, der Bundesrat hat so Angst und möchte so unbedingt ein Musterschüler für die EU sein und eben getraut sich nicht, dieser Tatsache eben auch ins Auge zu schauen, dass es ganz dringend ist, dass die Schweiz eben auch Massnahmen hat für den Lohnschutz. Und ich glaube, man hat da irgendwie selber das im Bundesrat anscheinend lügen oder vielleicht einfach ignorieren und gehofft, das Problem würde sich irgendwie von alleine beheben. Aber es hat gezeigt, oder? Nur weil die Gewerkschaften so stark sich auch involviert haben und eben gesagt haben, für sie können sie nicht ein Rahmenabkommen unterschreiben, wo eben da etwas ändert. Ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen auch in den Fokus gerückt. Und ich bin auch froh, dass das passiert ist. Ich glaube, sonst hätten das einfach versucht, eine gute Lösung in der Bevölkerung zu verkaufen und dass das ja gar kein Nachteil mehr ist mit dem Rahmenabkommen. Darum bin ich froh, dass man das auch thematisiert. Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Ich bin auch enttäuscht vom Bundesrat, dass ich das Gefühl habe, er politisiert tatsächlich an den Bützern vorbei. Und ja, das zeigt, wie weit die Regierung eben vielleicht vom Alltag entfernt ist. Ja, neben Lampard eigentlich zur gleichen Zeit sozusagen der Gewerbeverband, oder? Der Herr Bigler, der sagt, er sagt etwas ganz anderes, er sagt etwas Konkretes, nämlich sagt er, wenn wir unsere Hausaufgaben würden machen in der Schweiz, dann ging es auch ohne Rahmenvertrag. Er sagt, das Freihandelsabkommen von 1972 können wir hier und da und dort aktualisieren. Und es ist halt das Grundthema vom Gewerbler, weniger Bürokratie, weniger Papierkram, weniger Regulierungen. Einfach die Leute mehr machen oder das Gewerbe freier machen. Oder da hat er sicher auch recht und so. Wie kann man so ein Freihandelsabkommen vom Jahre 1972, also wie viele wissen auch nicht so genau, was da drin steht, also ich übrigens auch nicht, oder? Aber ich weiß auch,
irgendwie einen Vertrag kann man aktualisieren, da kann man einfach Updates machen. Kann man doch, oder? Warum ist das nicht mehr auf dem Tapet? Oder wenn er da anspricht, oder ist der bilaterale Weg, dass man dort ein bisschen Ergänzungen gemacht hat, die auf den abstellen. Ich meine, so wie ich da sehe, der Rahmenvertrag ist etwas, was wir nie haben wollen. Das ist etwas, was die EU will. Sie will die Länder um sich herum eingemeinden schlussendlich, oder? Um da können, die Vereinheitlichung vom Rechtsraum, wie man sagt, dass sie können ihre Regeln so durchbringen, dass sie das können machen. Und ja, also ich meine, es ist bis jetzt auch gegangen, es geht auch ohne Rahmenvertrag, es muss auch ohne Rahmenvertrag auch gehen. Ich sehe da, der Bigler hat immer klare Worte, ich schätze das ja auch, was es um die Corona-Sache gegangen ist. Und ja, es ist, also ich meine, Drohgebärde, dass es nur mit Rahmenvertrag geht, das sieht die EU so, oder das ist ihre Verhandlungsposition, das muss natürlich nicht stimmen. Ich glaube, das gehört halt auch stark zu dieser Drohkulisse, oder? Dass man, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Framing, das man seit jetzt 7 Jahren laufend immer gepusht hat, oder? Dass man gesagt hat, nur mit dem Rahmenvertrag kann es überhaupt weitergehen. Also man hat ja da Schreckensszenarien heraufbeschworen und wirklich das Gefühl gehabt, ja, ohne den Rahmenvertrag gäbe es eigentlich gar keine Beziehung zwischen der EU und der Schweiz. Also das ist das, was wir uns versucht zu verkaufen. Und darum ist vielleicht eben genau wichtig, dass man darauf hinweist, erstens haben wir ein Freihandelsabkommen. Im Endeffekt hat die Schweiz und die EU beide Interesse daran, miteinander wirtschaftliche Beziehungen zu führen. Punkt. Oder? Über das müssen wir uns gar nicht streiten. Es hat auch funktioniert, bevor wir die Bilateralen hatten. Das haben wir ja damals auch gehört. Dass es nur dank der Bilateralen so gut funktioniert. Und da muss man vielleicht eben auch mal so ein bisschen sich zurückbesinnen und wissen, hey, look, wenn es sind Verträge und Verträge kann man ändern, man kann sie aktualisieren und sie basieren auf einem gemeinsamen Interesse. Und das tut eben das Rahmenabkommen genau nicht, wie das der Jonas gesagt hat. Die EU möchte das. Da haben wir eben eigentlich so eine Grundvoraussetzung von einem Vertrag ist gar nicht erfüllt. Oder? Wir haben nicht die gegenseitige Willensäußerung, die existiert eigentlich beim Rahmenabkommen so ja nicht. Ja. Oder vielleicht, Tom, du kannst dich sicher noch erinnern, ich habe noch ein bisschen mitbekommen. Im EWR war es doch genau das Gleiche. Man hat doch gesagt, da oder gar nichts. Da oder ja. Wüste. Weltuntergang oder EWR, genau. Ja, genau. ja, in der NZZ hat der Herr Gauthier redet da so ein bisschen, wir müssen eben wirklich auf die EU zugehen. Die Schweiz braucht halt ihren privilegierten Marktzugang. Es braucht ein zeitgemäßes Verständnis von Souveränität. Und dann erzählt er so ein paar Punkte auf, wo ich mich dann immer wieder frage, ja, wer, also ein bisschen salopp gesagt, wer sitzt in diesem Thema eigentlich am längeren Hebel? Oder wer kann jetzt zwischen der Schweiz und der EU, wer kann wie viel in die Waagschale werfen? Oder? Jetzt wollte ich ein paar Themen einfach ein bisschen erwähnen, die müssen wir schnell sagen. Der Strom, die Sache mit dem Strom, unsere Pumpspeicherwerke. Wer kann da fast noch ein bisschen mehr die Waagschale werfen? Die EU oder die Schweiz? Thema Strom. Also Strom ist eine Netzwerkfrage, oder? Und dort ist immer, es ist wie wenn du Strasse baust im Quartier, oder? Wenn du irgendwo dort ein Anstösser bist, dann hat eigentlich jeder Anstösser hat relativ viel so quasi zum Sperren, oder? Die Sperrkraft ist groß. Aber ich denke, auch dort im Wesentlichen, oder? Hat man gemeinsame Interessen, ganz klar. Wenn sie bei uns wollen, unsere Pumpspeicherwerke brauchen, da ist klar, dann haben wir eine stärkere Verhandlungsposition. Sehe ich schon so, beim Strom würde ich sagen, ist jetzt etwas, wo man ganz klar sieht, dass es nur miteinander geht. Ich glaube, das ist auch beiden klar, relativ beim Strom. Thema Nahrungsmittelsicherheit. Ja, es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, gerade die Corona-Krise hat uns bewiesen, wie wichtig eben so die Selbstversorgung in allen Fragen ist, oder? Und dass man sich auf keinen Fall sollte, gerade in einer Krise eben zu sehr auf das Umland eigentlich verlassen, sondern dass es eben nötig ist, dass Länder für ihre Selbstversorgung sorgen. Aber was natürlich genauso wichtig ist, ist, dass man Handel betreibt. Und es ist ja nicht so, dass
die Schweizer Produkte aus Mitleid gekauft werden, sondern es sind gute Produkte und sie kommen weltweit an. Und da müssen wir schon sagen, ich glaube, die EU vergisst das. Oder? Sie hat das Gefühl, dass nur dank ihrer Gnade, die sie uns gibt, überhaupt Schweizer Produkte in der EU verkauft werden. Die Tatsache ist, andere sind gute Produkte und es gibt eine Nachfrage und darum werden sie gekauft. Das ist es. Thema Frühwarnsystem, wo man kontinentalweit oder vielleicht auch weltweit sollte haben. Oder die Welt merkt, es wäre noch gut. Pandemie-Frühwarnsystem oder auch andere Frühwarnsysteme. Geht das nur, wenn man einen Rahmenvertrag hat? Also ich glaube, mein wichtiger Punkt ist vielleicht so bei diesen Frühwarnsystemen, oder? Dass man ganz klar sagt, das hat nichts mit wirtschaftlichen Beziehungen zu tun, oder? Und die EU möchte ja im Rahmenvertrag eigentlich nur die wirtschaftlichen Beziehungen, eben den Marktzugang, Regeln institutionalisieren. Und wenn es eben genau um so Frühwarnsystem geht, kann man ganz klar sagen, ein Vertragspartner, der bereit ist, auch in anderen Bereichen, eben Sticheln, Schaden, da muss man schon ein bisschen kritisch fragen und dann sagen, ja, ist das tatsächlich ein Vertragspartner, den man möchte haben, wenn es eben um so fundamentale Sachen geht, die eben auch für das Gemeinwohl oder, da sind. Wie eng möchte man da zusammenarbeiten? Und ja, ist für mich auch Enttäuschung, wenn man bereit ist, ja, so wichtige Sachen irgendwie schädigend nachher zu behandeln. Das ist ja so. Also ich meine, als ich den Zusammenhang kurz überlegt habe, hat es mir gedacht, ja, die EU bringt ja also in Sachen Pandemie-Frühwarnsystem oder sich organisieren oder Impflogistik und so. Ich meine, wo würde die Schweiz da mitmachen? Bei welchem Chaos? Bei dem mehr im Osten oder bei dem mehr im Westen oder bei dem mehr im Norden? Oder was, hä? Was soll das? Also ich glaube, eine von den Lehren, oder wenn ich persönlich ein bisschen bei dieser Pandemie gezogen habe, ist, dass die kleinen Gebilde sich wesentlich schneller können bewegen können. Oder man hat größere Macht, wenn man verhandelt. Scheint aber irgendwie auch nicht zu funktionieren, weil sie haben es ja nicht angebracht, dass bessere Versorgung haben. Aber man kann sich wesentlich schneller organisieren in den kleinen Gebilden und reagieren. Ich glaube, eher aus dem sollte mehr sein, dass die kleinen Gebilde agiler sind. Dass es, wenn man sich gross bewegt, einfach sehr träge kann sein. Oder? Da kommen wir immer wieder vorbei. Es ist auch immer wieder das gleiche Prinzip, oder? Klein und fein ist halt einfach besser als gross und fett. Ne? Ja. Thema Hochschulen. Swiss Universities, Dachverband von Hochschulen, hat sich auch zu Wort gemeldet jetzt und hat gesagt, lieber Bundesrat, mach jetzt doch irgendwie, bring den Rahmenvertrag, bring ihn heim, den Rahmenvertrag, weil es ist kein immer aus unseren Forschungsprogramm raus, aus unseren Zusammenarbeitsstrukturen. Zurzeit sind keine realistischen Alternativen zum vorliegenden Entwurf des Insta mit der EU ersichtlich. Die Schweizer Forschung verlöre ohne Rahmenabkommen den bisher gleichberechtigten Zugang zum bedeutendsten internationalen Forschungsnetzwerk. Also zuerst bin ich gestolpert über der bedeutendste internationale, das bedeutendste Forschungsnetzwerk, meinen Sie das vor EU, oder? Würdet ihr jetzt sagen, ja, die EU hat das bedeutendste Netzwerk? England ist das. Die akademische Zusammenarbeit innerhalb von Europa ist sehr gut. Der Aufruf von Swiss Universities kann man auch ein bisschen an die Adresse vom Bundesrat sehen. Ich meine, er muss Alternativen aufzeigen. Es kann nicht sein, dass er sich einschießt auf den Rahmenvertrag und wenn der nicht klappt, dann hat er nichts in der Hand. Ich meine, dass die Zusammenarbeit muss weitergehen muss. Da ist, glaube ich, auch allen klar. Und es ist auch nicht so, dass es die Zusammenarbeit jetzt schon vorne geht und die wird es auch weitergehen. Und die wird auch sehr geschätzt, weil es wirklich für beide Seiten sehr bereichernd ist. Ich meine, wir müssen uns da gar nicht verstecken. Also von Zürich aus sowieso. Ich meine, als St. Gallen müssen wir uns definitiv auch nicht verstecken auf dem internationalen Forschungsfeld. Und ich sehe den Aufruf von Swiss Universities durchaus an die Adresse auf dem Bundesrat, dass er sich mal überlegen soll. Oder was. Dass es da mehr Alternativen und Varianten gibt. Ja, für mich ist es eher so ein bisschen, ich habe mir das auch so ein bisschen genauer angeschaut eben mit dem Forschungsprogramm. Und eben, es ist ja tatsächlich so, dass
eben in dem Nachfolgeprojekt von Horizon 2020, das nächste heisst Horizon Europe, dort steht tatsächlich, oder, dass bewusst gewisse Länder aus der Forschung eben können ausgeschlossen werden. Und die, die es ja trifft, sind ja Großbritannien, Israel und die Schweiz. Und wie paradox das ist, ist, wenn man sich eben schon einmal anschaut, oder, welchen Stand die Universitäten aus diesen Ländern hat, oder? Und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen bei dem Thema, wie die EU bereit ist, sich selber zu schaden, wie die Schweiz das Rahmenabkommen im Endeffekt unterschreibt, oder? Sie ist also bereit, ihre eigene europäische Forschung, die es nachher auf dem Weltmarkt sozusagen muss verheben, zu schädigen, oder? Nachhaltig zu schädigen. Einfach damit eben die Schweiz Rahmenabkommen unterschreibt, Großbritannien, mit denen ist man eh nicht mehr so auf dem guten Fuß seit dem Brexit. Und das ist für mich eigentlich so ein Armutszeugnis, muss ich in dem Sinn sagen. Weil im Endeffekt zahlen die Studenten in Europa einen sehr, sehr hohen Preis für den Egoismus von der EU. Und das ist etwas, was ich mir einfach nicht möchte vorstellen von meiner eigenen Regierung, oder? Ich möchte, dass die agiert im Sinne von der Forschung und nicht aus irgendwelchen politischen Machtspielen die Forschung nachhaltig schädigt. Und ich finde, im Endeffekt ist es ein Armutszeugnis von der EU. Es ist Egoismus und es wird ihnen nachhaltig schaden, weil wenn sie möchten in der Forschung verheben gegen die USA, gegen Asien, dann wird das nicht ohne die Schweiz, Großbritannien und Israel funktionieren. Also das ist ja, das klingt ja nach Leckerbissen, oder? Also die Innovation von den Israelis und unsere Briten, oder? Und unsere Schweiz, unsere ETHs und so. Ich meine, wer überlegt sich das? Ja, komm, die drei streichen wir mal raus, oder? Also irgendwie. Da, ja, also denkt ihr, ich meine, das sind ja Apparatschiks von Brüssel, die sich so Sachen überlegen, oder? Irgendwelche Funktionäre in Brüssel, oder? Die Leute von der Uni selber, die werden laut aufschreien, falls die Funktionäre da wirklich durchziehen, oder? Also das, oder was, wenn sie es wirklich so durchziehen wollen. Mir kommt es mir so fast ein bisschen vor, weißt du, ist da auch mit dem Austausch, mit dieser Austauschgeschichte gewesen. Sie probieren die Studenten aufzuscheuchen, oder dass die das Gefühl haben, oh nein, da müssen wir jetzt wirklich alle Leinen loswerfen, dass wir gleich mitmachen können. Und ja, es hat hier beim Austausch nachher gleich funktioniert. Ich meine, schlussendlich, die Studenten gehen in die Länder, sie machen gute Arbeit, wir kommen da mit Mitteln, wir kommen mit Mitteln und Wissen. Und ja, da man muss sich manchmal ein bisschen selbstbewusster, denke ich, oder da in dieser Frage und sich nicht Angst einjagen lassen, gerade Seite von der Studenten. Ja, also es ist ja wirklich so, ich weiß gar nicht, ich habe das mal nachgeschaut, das Parlament hat ja schon Gelder gesprochen in der Schweiz, eben für das Forschungsprogramm. Dabei müsste man sich vielleicht mal andere Überlegungen machen. Ich glaube, die EU braucht eher von uns mal Nachhilfe, was so ein bisschen Souveränität, Unabhängigkeit und eben auch der Erfolg, der damit verbunden ist, bedeutet. Weil im Endeffekt, wenn wir doch einfach mit der bestmöglichen Universität die Forschung betreiben, das ist das, was den grössten Einfluss auf die Gesellschaft wird haben. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, von der Forschungspolitik, von der Bildungspolitik und alles andere ist einfach fehl am Platz. Dann noch zum Thema Hochschule von Lisa Leisi habe ich noch so ein paar Gedanken bekommen. Sie sagt, sie beschäftigt nicht so sehr, ob jetzt die Hochschulen weiter in guten internationalen Netzwerken drin sind, sondern dass eigentlich die innere Qualität der Universität, die Wissenschaftsfreiheit, dass die Forschung auf dem weißen Blatt kann anfangen und nicht schon irgendwelche politische Direktive hat auf dem Papier und nur mit denen darf sie forschen. Das beschäftigt sie sehr. Und ich habe mir das auch ein bisschen überlegt, ist jetzt nicht unbedingt das Thema vor uns, es taxiert schon ein bisschen auch die Redefreiheit und an der Uni würde ja am Ende erwarten, dort ist auf einmal volle Denkfreiheit. Und da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet, Camille, gell, dass man, also wer sich weit aus dem Fenster lehnt, der braucht eine dicke Haut. He? Siehst du auch so, Jonas? Also bei uns, ich sage mal,
Man ist bei uns sehr tolerant, oder? Zum Glück. Also die Freiheit wird extrem hochgewichtet. Also ich kann mir nur manchmal, ich höre manchmal ein bisschen, sage jetzt mal, hindurch, was sich zum Teil Leute anlassen, wenn jetzt Leute wie ich oder so auftreten, mit einer direkten Meinung, mit einer kontroversen Meinung. Aber ich muss sagen, man kommt Rückendeckung über. Also man ist wirklich froh, dass der Diskurs lebendig ist, dass man auch mal ein bisschen scharfe Worte kann brauchen. Und ja, es gibt immer die, die motzen, oder hindurch, das ist schon so, das ist logisch. Es gibt auch viele Studenten, die nachher denken, du weißt dafür einen und so, mit dem muss man umgehen, oder gerade wenn man kontrovers unterwegs ist, das ist wichtig, weil schlussendlich ja, muss breit diskutiert werden und nur da gibt es die besten Lösungen. Und ich nehme es zum Glück nicht so schlimm. Es ist manchmal weniger schlimm, als man sich vorstellt. Also du kannst, wir können in der Schweiz noch Gas geben. Ich habe da auch noch von Markus Steiner. Er denkt das ein bisschen darüber nach, wie in der Schweiz, wie die Karriere von jungen Leuten, von Kindern, wie das eigentlich in der Schweiz abgeht. Und er freut sich, dass die Eltern dem Kind können sagen, wähle ein Gebiet, wo du deine Stärken weiter vertiefen und professionalisieren kannst. So wirst du, wenn du fest daran arbeitest, zu Spitzenleistungen fähig sein. Und er sagt, er stösst das gleiche Horn wie der Bigler vom Gewerbeverband. Und er sagt, das braucht Freiheit, das braucht Flexibilität, das braucht eben das Kleine, klein und fein. Und er kann nicht verstehen, wie die Politiker in diesem Land das wollen, einfach Brüssel überreichen. Einfach Brüssel, zuhanden Brüssel. Und nachher ist er fertig mit klein und fein. Und dann kommt gross ins System rein und so. Ja, das ist interessant. Ja. Nein, ein weiteres Thema, wir haben es vorhin schon kurz angetönt, bevor ich da auf Haze klickt, wir hatten doch so eine Umfrage gehabt. Das ist eigentlich da schnell von meiner Velotour im Emmental. Zwei Drittel für Rahmenabkommen. Ne? Neue Umfrage in Schweizer Bevölkerung. Das ist das Umfrageinstitut GFS. Und bestellt hat das, oh, ich habe den Namen jetzt vergessen, Swiss Pharma oder so. Da irgendwie. Interfarma. Interpharma, ja, genau. Ja. Schon mal die erste Frage, wo man sich erstellt, wer hat bestellt, wer hat gezahlt? Ja. Da ist man mal schon ein bisschen skeptisch, oder, wenn man das noch anschaut und so. Und ich meine, wenn man solche Antworten bekommt, ist man dann erst recht skeptisch, weil man hat das Gefühl, hä? Wie kann das sein? Also die Umfrage, die kann man runterladen, die hat schöne grafische Bilder, die hat, sieht formal professionell aus. So, ist auch professionell, aber wie kommt das, so ein Umfrageresultat? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich bin selber Politikwissenschaftlerin. Ich mache das tagtäglich. Ich weiß, wie das ist mit Umfragen. Und etwas vom Wichtigsten, was man einem im Studium mitgibt, ist eben, dass deine Arbeit eben auch muss sauber sein, oder? Dass du sauber musst schaffen und dass deine Ideologie nichts in diesen Umfragen zu suchen hat, oder? Dass es darum geht, neutral Daten zu erfassen und nachher eben anhand von auch empirischen Methoden nachher können eben Aussagen ziehen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Ich habe GFS Bern immer als seriös hochstehendes Umfrageinstitut wahrgenommen. Und wenn ich aber die Frageformulierung gesehen habe, wie man eben gefragt hat zu dem Rahmenabkommen, dort hat man ja hauptsächlich noch Vorteile in der Frage ihnen eigentlich versteckt gehabt. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine sehr unsaubere Arbeit und eine sehr, sehr große Enttäuschung, erklärt aber das Ergebnis. Kann ich dich noch etwas fragen, weil ich mir noch etwas anderes überlegt bei dieser Umfrage? Es sind ja dann gleich, also über ein Drittel hat ja klar Nein gesagt, oder? Zu dieser positiven Formulierung. Ich meine, an sich schon eine rechte Aussage. Also, dass man bei dieser positiven Formulierung gleich noch klar Nein sagt, ich meine, darf man auch nicht, oder tue ich da überinterpretieren? Nein, also man kann sehr gut argumentieren, dass eben, weil man die Frage ja so pro EU-Rahmenabkommen formuliert hat, dass einerseits eben der Ja-Anteil massiv überschätzt wird, oder? Aber dass damit auch der Nein-Anteil massiv unterschätzt wird, oder? Man kann sagen, eben ein Drittel hat sogar zu dieser Frage ganz klar Nein gesagt, oder? Und jetzt fragen wir das, wie würde es denn aussehen, wenn man die Frage neutral formuliert?
Auf die Ergebnisse wäre ich dann sehr gespannt, wie das dann rauskommt. Was noch interessant ist, also ich glaube, ich habe gelesen, es sind 1000 Leute, die sie befragt haben. Ich habe gesucht im PDF, dort habe ich etwas von 2000 gelesen. Oder? Aber das sie nachher sagen, die Schweizer Bevölkerung, sagen sie, oder? Und da muss man noch schnell erklären, Camille, also sie wählen schon eine repräsentative Gruppe aus, gell? Wie machen sie das? Wie wissen Sie, dass es die Schweiz repräsentiert, die 2000 Telefonabnehmenden da? Genau, also wir zuerst mal wegen den 2000 und 1000, ich nehme an, oder? Zuerst hat das 2000 sind angepeilt gewesen, aber wenn man so Umfragen macht, oder? Wie viel das natürlich nachher effektiv antwortet, dort geht ganz, ganz viel verloren. Also das weiss man grundsätzlich, dass viele das dann nicht mehr ausfüllen oder nicht beantworten. Mit 1000, das ist eine gute Zahl und das kann man sehr gut anhand von statistischen Modellen kann man Aussagen für die Gesamtbevölkerung machen. Das ist kein Problem. Man gibt aber auch immer einen Fehlerbereich an. Das gehört natürlich auch dazu, oder? In welchem Bereich liegen eigentlich die Ergebnisse? Was man oft macht, ist, man gewichtet eben auch, oder? Weil, wenn man so Umfragen macht, hat man vor allem oft sehr gut gebildete, eher aus dem linken Lager, die auch gut verdienen, vielleicht auch sehr urban sind, die sind massiv übervertreten in so Umfragen. Und, oder auch bei den Sprachregionen hat man dann Übervertretung und das tut man dann eigentlich gewichten, sodass das in dem Sinn kein Problem ist. Und ich glaube, der Grund für das Resultat ist nicht, dass es falsch gewichtet worden ist oder dass es nicht für die gesamte Bevölkerung spricht, sondern die Frage ist irreführend. Punkt. Mhm. Geht jetzt ein Bundesrat auf so etwas ein? Weil halt der Indien das jetzt nicht überall breit getreten. Oder ist das wieder vergessen? Ich denke, so eine Umfrage zielt vor allem auf die öffentliche Meinung, aus meiner Sicht. Oder so wie ich es erlebe, oder probiert man da eine Abstimmung an nicht drucken, weil man das Gefühl hat, wenn man es jetzt nicht schafft, dann ist der Karre abgefahren. Oder? Das so sehe ich da ein bisschen. Der Bundesrat lässt sich denken nicht, dass sich der für etwas umbehren lässt. Ja, ich denke auch, das ist vor allem, oder? Man merkt jetzt, der Bundesrat tendiert wahrscheinlich dazu, das Rahmenabkommen definitiv nicht unterschreiben. Und jetzt möchte man, und ich meine, das ist auch kein Zufall, dass jetzt eben geheime Papiere und Notfallpläne aus allen Ecken kommen. Jetzt versucht man so auf den letzten Meter irgendwie doch noch zu sagen, hey, nein, es finden sie im Fall alle gut. Und ich glaube, bei ihr lässt sich da der Bundesrat nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er sehr, sehr genau abwägt, oder? Was sind die Meinungen der Verbände, von der Parteien, weil im Endeffekt muss er anstehen bei einer Abstimmung und die Bevölkerung ja versuchen zu überzeugen und er muss sich ganz bewusst sein, dass das auch realistisch machbar ist, sonst wird er das nicht machen. Ja, ich habe Elisa da in Bern bietet nicht unbedingt die Zeitung der Zürcher Unterländer, aber ich habe ein Mail bekommen. Ich habe zuerst gedacht, das ist fast so wie ein Leitartikel oder so. Riesengroß, 5 Spalten, sehr schön. Es ist eigentlich ein schlichter Leserbrief, aber scharf denkt, der Leserbrief. Und zwar geht es darum, Rahmenvertrag und etwas diskutiert man irgendwie gar nicht so fest. Was man wirklich sollte diskutieren, also nebst der Souveränität, die wir verlieren, die Kosten, was kostet uns denn? Und da vergleicht der Leserbriefschreiber mit den Niederlanden, etwa gleich gross wie die Schweiz und so, die drücken irgendwie 9,1 Milliarden Franken im Jahr ab und wir in der Schweiz würden dann wahrscheinlich ungefähr 10 Milliarden Franken im Jahr abdrücken, einfach so für die EU. Und das sind 1'000 Franken pro Einwohner in der Schweiz, gleich 2'000 Franken pro Steuerzahler. So rechnet er das aus. So. Mhm. Dann denken wir mal, wow, interessant. Und ja, wir müssen eigentlich mal dort ein bisschen einfach den Kassenzettel mal rauslassen. Und im Gegenzug schreibt er nachher, was bekommen wir im Gegenzug? Vorschriften von Brüsseler Funktionären erfunden. Das Leben wird komplizierter, die Freiheit geht flöten. Also.
Interessant, dass das Zürcher Unterländer ist, glaube ich, das Blatt vom Dagi, also TX Media, oder? Und so. Schön, na schön, haben mich gefreut. So. Ist, also, findet die Kostenrechnung gar nirgends statt? Weil, ich meine, jetzt mit Corona, wo man 70 Milliarden abdrückt oder noch ein bisschen mehr, ist es auch egal oder so? Oder was, ja. Nein, aber ich glaube, was der Herr in dem Leserbrief anspricht, ist ein sehr, sehr guter Punkt, oder? Rahmenabkommen, es ist so ein hochstehendes, theoretisch, rechtliches Konstrukt, oder? Und es ist extrem schwierig, der Bevölkerung aufzuzeigen, was sind die Bedeutungen für dich im Alltag? Was heisst das, wenn man das Rahmenabkommen hat, oder? Und das ist immer eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man ansprechen kann, oder? Die EU braucht einen neuen Nettozahler. Großbritannien ist gegangen und ich habe gelesen, dass es gleich wie wenn die 17 kleinsten Länder aus der EU würden gleichzeitig austreten. Also so gross ist der Verlust von Großbritannien. Und da muss man sich schon bewusst sein, oder? Da sind finanzielle Interessen dahinter. Wir sehen es bei den Kohäsionsmilliarden, wo ja die EU schon Druck macht. Also wir sollten etwas zahlen für ihre Osterweiterung. Ich meine, das kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken, so etwas. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr so Rechnungen, die zeigen, dass das Rahmenabkommen einen Preis für jeden hat in der Schweiz und dass wir natürlich nicht bereit sind, das zu zahlen. Also sehe ich gleich. Also wirklich, sie brauchen Nettozahler und der Punkt, den Camille angesprochen hat, dass der Brexit wird immer so gesehen, als dass nur jemand gegangen ist. Aber das ist ein Drittel von der Volkswirtschaft, die da ausgeschert ist. Das ist ein wesentlicher Teil, oder wenn ich es richtig im Kopf habe. Plus, das sollte man der erste Moment sein, wo man sich selber intern überlegen sollte, was machen wir falsch, dass unseren Mitgliedern verleidelig wird. Oder? Und, aber der Reflexionsprozess hat man selber natürlich nicht. Und da wäre vielleicht ein Punkt, wo man sich mal vielleicht intern sich ein bisschen überlegen sollte. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, oder? Jetzt mit Corona sieht man ja, dass die EU eben mittlerweile Richtung Schuldenunion möchte gehen, oder? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Rahmenabkommen-Diskussion, oder? Im Endeffekt geht es da um Geld, oder? Wo die EU braucht, oder? Und eben Großbritannien ist ein grosser Verlust. Und wenn es halt anfängt, das war der erste Schritt gewesen, aber was macht die EU, wenn dann plötzlich auch Frankreich sich überlegt, tatsächlich auszusteigen oder Italien, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Und irgendwann mal hat man nur noch den Club der Verlierer und das möchte man um alles auf der Welt verhindern. Und eine Möglichkeit ist eben, die Schweiz näher anzubinden, da hat man einen Gewinner mehr. Ja, wenn sie mitmacht. Hey, jetzt zum Abschluss noch etwas irgendwie über Twitter bin ich gestolpert. Hat ihr noch so ein paar Schlussbeobachtungen noch, ihr auch? Weil wir kommen langsam zum Schluss. Aber ich muss noch sagen, es war für mich eine Überraschung, was ihr gefunden habt. Hat ihr auch noch etwas? Ja, ich habe noch ein warmes Wort für die EU noch am Schluss. Also es ist ja schon nicht alles schlecht, was sie machen. Oder wenn ich zum Beispiel sehe, also akademisch oder schätze ich einmal sehr, sie sind wirklich schnell, sie können schnell viel Gesetz machen. Oder machen und sie haben so eine neue Regulation rausgegeben, wo es um künstliche Intelligenz geht. Und wir sind jetzt froh, dass da Europa, sage ich jetzt mal, mal etwas macht, oder? Die Welt beneidet uns für das, es zeigt, was wir können. Ist jetzt nicht etwas, was ich mir für die Schweiz wünsche, aber was ich da gesehen habe, muss ich sagen, ist ein Vorschlag von der EU-Kommission. Und so ein bisschen unter den Studenten, die sich für das interessieren, ist das cool, dass man ein bisschen Futter bekommt, blöd gesagt, dass man sich am Zeug diskutieren. Da macht es doch schon recht gut, da muss ich sagen. Mhm. Ja, Tom, eben, du hast gefragt, lustige Anekdoten. Diese Woche habe ich Fondue gemacht. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man das Fondue macht, ist doch immer das Kabel zu kurz, oder? Oder Raclette. Das Kabel ist einfach viel zu kurz und man braucht ein endlos langes Verlängerungskabel, damit es irgendwie funktioniert. Und ich glaube, jeder kennt das Problem. Und die Tatsache ist, die Kabel sind so kurz weg der EU. Ich habe das herausgefunden. Es gibt tatsächlich eine Regulierung aus der EU, die sagt, bei Tischgrill und ähnlichen Geräten dürfen die Kabel irgendwie nicht länger als 1,5 Meter oder so sein. Und ich habe gefunden, das passt ganz schön, dass man zeigt,
Und die Schweiz hat das übernommen. Also es ist nicht so, dass wir so schlau gewesen sind und das nicht gemacht haben. Aber das zeigt genau den Regulierungswahnsinn, den wir in der EU haben. Und wenn das nächste Mal Raclette essen und das Kabel zu kurz ist, dann könnt ihr der EU Danke sagen. Also das erklärt jetzt für mich endlich vieles. Ich muss immer, wenn wir Raclette haben, muss ich das blöde Verlängerungskabel, der nicht so dick ist und irgendwie nicht so abgesichert ist, oder? Muss ich vorher graben. Mit den anderen Sachen brauche ich kein Verlängerungskabel. Jetzt weiss ich endlich warum. Da kommt Steckerliste neben dem Stuhl, sieht da irgendwie scheiße aus, oder? Ja. Oder auf dem Tisch, oder? Weißt du nicht genau, was du sollst hin tun? Nein, das ist doch. Hängt es ab, gell? Genau, super sicher, oder? Ja. Eben, ja, auf Twitter, noch so zum Abschluss. Vor der Zeitung Libero Quotidiano, das ist in Milano, eine Zeitung, haben sie den Bundesrat Gassis im Juli 2018 haben sie kurz mit dem Herrn Gassis geredet. Und der Herr Gassis sagt Folgendes, ich versuche das ein bisschen zu übersetzen. Brüssel hat zu viel Macht an sich gerissen und die EU riskiert, dass sie implodiert. Implosionen. Und wisst ihr, was überhaupt das Schönste ist, liebe Italiener? Wenn man der Chef ist im eigenen Haus. Der Chef ist im eigenen Haus, wir Schweizer sind dem sind dankbar, wir sind der Chef im eigenen Haus. Der Journalist hat auch ein bisschen komisch geschaut oder hat der Herr Gassis benannt oder so. Und er sagt nachher, bei uns ist eben in vielen Sachen gut, zum Beispiel, wir lösen die Probleme, die wir haben, dort, wo die Probleme entstehen, also unsere Subsidiarität, dort, wo klein und fein heisst, dass nicht irgendjemand in Brüssel entscheidet über das Problem im Kanton Uri, zum Beispiel. Und er beschreibt den Italiener, dass wir eben unsere 26 Kantone haben und denen viel Macht geben. Und jeder kann sozusagen machen, was er will in unserer Schweiz, in unseren Kantonen. Und das ist halt für einen Italiener und wahrscheinlich auch Franzosen sowieso. Und der Deutsch ist das ja, komisch. He? Und in Sachen EU wollen wir einfach dran bleiben oder daran festhalten, dass sie uns nicht umkommandieren. Accomandarci. An Brüssel, also dass Brüssel uns nicht so umkommandieren soll. Das hat unser Bundesrat in der Zeitung in Milano gesagt, vor 2,5 Jahren. Man staunt. Also wenn du den Beweis nicht in der Hand hättest, dann würde ich sagen, das sind Fake News. Also, ich kann ja immer noch Fake News sein, gell? Ich meine, ich kann alles rauslassen, ich kann ausdrücken, was ich will. Aber man staunt. Ja. Und jetzt hätte ich noch gerne die gleiche Headline in der NZZ und dann bin ich zufrieden. Ja, merci vielmals, liebe Zuschauer, seid ihr dabei gewesen an diesem Wortwechsel. Wir haben noch einen Zuschauer, der noch geschrieben hat, der geht gerade an uns alle auf YouTube, der Alfred Zbären. Sehr konstruktive Diskussion unter Menschen aus einem freien Land, dafür kämpfen wir. Danke vielmals für den Kommentar. Danke vielmals, merci, ja. Super, ja. Wir müssen alle dranbleiben, wir müssen uns eine Stimme machen mit Kommentaren, bei Zeitungsartikeln. Wir müssen genauso laut sein, wie eigentlich die paar wenigen, die in die EU möchten gehen. Die sind einfach recht laut irgendwie und wir müssen genauso laut sein noch Leute. Ich danke euch, seid ihr dabei gewesen. Ihr könnt auch Wortwechsel, einfach die Aufzeichnung davon, könnt ihr heute Abend um die 9:30 ungefähr anschauen oder nachher einfach ab dann ist es im Archiv. Der nächste Wortwechsel haben wir am 3. Donnerstag, 3. Juni. Gleiche Zeit, gleicher Ort, an eurem Gerätli. Und ich könnt bis dann und immer könnt ihr eben mailen an die Mailadresse wortwechsel@auns.ch. Merci vielmals, Camille Lotte. Jonas Streule, seid ihr dabei gewesen? Es war sehr interessant gewesen. Ich habe sehr viel neues Zeug erfahren. Es ist schön, wenn man aus dem Nähkästchen hört. Das kann ich mir freuen. Merci vielmals. Danke dir, Tom. Danke dir. Und euch allen Zuschauern einen schönen Abend. Macht's gut. Dann machen wir es gut. Danke. Ciao.